Hallo, heute sind wir im Tiergarten Mönchengladbach. Also im Moment haben wir ein männliches Tier hier bei uns im Gehege. Die sind immer über Winter hier bei uns. Gestellt werden die Tiere vom Verein Euronerz. Mit denen arbeiten wir zusammen am EOP. Und der junge Mann hier wird wieder abgeholt im Tausch gegen eine tragende Fee. Das ist meistens Ende April der Fall, Mitte, Ende April. Dann kommt der Verein, nimmt ihn mit und bringt uns eine tragende Fee. Und die bekommt dann hier ihre Jungtiere, zieht die hier auf bis zum Spätsommer. Dann wird sie wieder abgeholt, kommt in die Zuchtstation, wird dort wieder belegt, also verpaart mit einem Männchen. Die Jungtiere verbleiben noch hier bis zum Spätherbst und werden dann vom Verein wieder abgeholt im Austausch mit dem männlichen Tier, was dann den ganzen Winter wieder über hier ist. Die Jungtiere, die wir hier großgezogen haben, werden entweder für die Weiterzucht verwendet oder aber, das sind die wenigeren Tiere, oder aber sie kommen in das Wiederauswilderungsprojekt und werden dann eben hier in Deutschland tatsächlich wieder angesiedelt und so, dass wir eben sagen können, dass wir dazu beitragen, dass der europäische Nerz in Deutschland wieder heimisch wird. Ja, der europäische Nerz ist in Deutschland ausgestorben gewesen. Mittlerweile gibt es ihn ja wieder, weil es ein Wiederansiedlungsprojekt gibt, eben auch mit unserem Nachwuchs. In ganz Europa hat es nur noch wenige Ausnahmepopulationen gegeben mit sehr wenigen Tieren. Und die Hauptbedrohung ist eigentlich der Lebensraumverlust. Also Flusslandschaften mit kleinen, mittleren Flüssen, mit naturbelassenen Vegetation links und rechts und genug Nahrungsangebot, Schnecken, Würmer, kleine Fischchen und sonstige wasserlebenden Insekten und ähnlichem ist halt mittlerweile sehr rar geworden, gibt es fast kaum noch. Ebenso die Wasserqualität spielt eine Rolle. Das sind alles Dinge, die ihn eben an den Rand der absoluten Ausrottung gebracht haben. Hinzu kam, dass es eben den nordamerikanischen Nerz gibt, der ist etwas größer als er. Den hält man also in Farmen, um dann eben auch Pelze daraus zu machen. Ne? Nerzmantel kennt ja jeder. Und da hat es immer mal wieder Flüchtlinge gegeben, beziehungsweise es werden ja Tiere auch absichtlich freigelassen von sogenannten Tierschützern. Und die entkommen dann in die Wildnis und besetzen natürlich dort die noch vorhandenen Lebensräume und verdrängen dann eben unseren europäischen Nerz. Die beiden Arten sind in der Wildnis kaum zu unterscheiden. Wenn mir ein Nerz draußen in der freien Wildbahn begegnen würde, ich könnte die beiden nicht unterscheiden. Ja, weil die Tiere sind so schnell und sehen sich doch so ähnlich, dass es fast unmöglich ist, sie draußen, ohne sie länger zu beobachten, unterscheiden zu können. Aber wenn man sie hier im Zoo näher beobachtet, dann geht das doch recht gut. Und zwar hat der europäische Nerz die Schnute oder das Maul ganz in Milch getunkt. Das heißt, er hat oben und unten weißes Fell, ja? So als hätte er mit der Schnauze in den Milchtopf gedippt. Und der amerikanische Nerz, er ist wie gesagt etwas größer auch, aber das würde man in der freien Wildbahn kaum erkennen können.
Ja, unsere Zuchterfolge sind auch deshalb so gut, weil wir eben ideale Bedingungen hier im Hintergrund haben. Wir haben also vier verschiedene Boxen bzw. Wurfhöhlen für die Fee. Und wenn die Fee mit ihren Jungtieren gestört wird in ihrer Höhle, dann hat sie die Angewohnheit und trägt ihre Jungen um in eine neue Höhle, damit sie da eben wieder geschützt sind. Wir müssen natürlich zwischendurch mal sauber machen, das heißt, wir stören sie immer mal wieder, um eben sauber machen zu können, und dann würde sie ihre Jungen umtragen. Und wir haben die Möglichkeit, immer zwei Boxen zur Auswahl zu haben, also zwei Boxen sind für sie offen, und wenn wir dann sie stören, dann können wir zwei neue Boxen aufmachen, wo sie umträgt, die dann vorher schon eingerichtet sind sozusagen, und machen die anderen zu, machen die sauber und richten die dann fürs nächste Mal wieder her. Das heißt also, sie kann in aller Ruhe auswählen und auch umtragen, wenn sie das möchte, ohne dass sie dabei in Stress gerät und ihre Tiere so lange rumträgt, bis sie dann eben sterben würde. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare, und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, abonniert einfach unseren Kanal kostenlos.